Hallihallo Leute, schön, dass ihr hier mit dabei seid bei Minecraft. Gut, getan hat sich ein bisschen was. Und zwar hier drin. Ich habe den ganzen Raum ein bisschen umgestaltet. Also das Design geändert. Wir werden jetzt ein bisschen so mit diesem Design arbeiten. Wenn wir dann auch hier weiterziehen. Hier will ich dann auch irgendwann mal vielleicht ein bisschen umbauen. Mal gucken, oder lasse ich den Raum. So, hier mal natürlich habe ich nicht weiterbauen können, weil unser Spawn im Weg ist. Den lassen wir aber vorerst mal da. Vielleicht dann offline alles irgendwie umbauen, beziehungsweise mal gucken, wie wir das dann am besten handhaben. Ich weiß auch nicht. Aber das ist ein bisschen so ein Design, was mir gefällt. Vielleicht, dass wir den da doch raus tun und hier hinten rein. Schaut besser aus, als wenn der irgendwie zwischendrin ist. Oder vielleicht ziehen wir bei jedem so einen rüber. Muss ich mir erstmal anschauen, wenn der Raum dann groß genug ist. Das soll nach hinten, soll er noch eine Reihe kommen da. Damit er nicht so quadratisch ist. Jetzt haben wir immer. Links dann 1, 2, 3 Platz, wieder 3 Platz, wieder 3 Platz. Dasselbe ja hier auch. Jetzt wäre quadratisch. Und ja, die Sachen habe ich vorerst mal hier reingelegt, die abgebaut habe. Und da gucken wir jetzt mal weiter, wie wir das noch weiter ausbauen. Was wir jetzt vorerst mal brauchen, was mir aufgefallen ist, ist mal Bett. Das ist mal wichtig. Dann brauchen wir ein bisschen Strom. Wir haben ja hier draußen unsere Solar, also unsere Windräder. Alles schön und gut, aber deswegen haben wir hier einen Magmatikgenerator gebaut und den Ender Dank haben wir ja schon. Mit dem werden wir jetzt ein bisschen arbeiten. Sag, hier oben ist der Rest. Seht ihr ein ganzes Gedöns, was wir hatten. Was wir dann brauchen ist Conduit, und zwar diese Pressure Ender Fluid Conduit. Genau, die brauchen wir. Aber noch ein paar, da haben wir natürlich das nicht. Das Vibrant kriegen wir ja. Energetik und Enderperle. Kriegen wir 1, 2, 3, 4 gleich draus. Da. Und Enderperle. 1, 2, 3, 4 Stück. So, da haben wir Dings gemacht. Dann machen wir LOS Only. So, so. Stein, weil ich ja gebraucht habe für den ganzen Stonebricks hier. So. Einmal und dann nochmal. Können wir schon mal hier machen. Da kriegen wir, glaube ich, 8 Stück raus, oder ja. Schon mal etwas. Den und noch einen. Ich hoffe, dass wir genügend Lava haben, aber ich denke mal schon, dass es so funktionieren wird. Bin da großer Dinge. Und zwar, wie mir gedacht, wir haben hier 6 Dinge. Was ist, wenn wir das jetzt vorerst mal. Achso, hier können wir es. Ah, okay, das ist blöd. Hier können wir es nicht reinbauen. Hier ist auch blöd. Hier können wir es reinbauen. Enden mit der Schacht schön ein bisschen. Damit mal gucken, wir haben 6 Stück. Wir haben dann hier 1, 2, 3. Wir überlegen unten oder oben? Ne, oben so. So, dass es in der Luft ist. Dann machen wir hier mal so einen Durchgang, dass wir hier durchgehen können. Kommen wir hier hinten rein. Wenn wir das noch eins hier bauen, normal schon. Daher ein bisschen besser aussieht, kann man hier auch ein bisschen Fackeln hin platzieren. Na komm. Den Endertank würde ich trotzdem gerne hier vorne platzieren. So unten mittig. Und dann fahren wir hinten mit Conduits raus. Mal deutlich einfach hier hin anfahren. Ist normal kein Problem. Hier überall Insert sagen. Also das ist disabled. Das war jetzt natürlich doof. Heißt, wir müssen nach rechts blättern. Insert. 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 Da nochmal. Und hier nochmal. Jetzt haben wir alle Insert. Und hier einfach stinknormal Extract. Always active. Und schon müssten alle Lava kriegen und produzieren. Wunderbar. Einmal neues Video machen. So. Das heißt, die Generatoren arbeiten schon. Der Endertank, ja. Da unten. Wenn ich das mal so anschaue, so und so. Ja. Passt mir nicht ganz so, aber so habe ich immer ein bisschen Blick, ob der voll ist oder nicht. Das ist das Problem, was ich daran habe. Mein ersten Blick halt, ob er voll ist. Gut, wo sehen wir da? Wieder produziert 40. Das heißt, das wären dann 40, 80, 20, 160, ja.
Ne, 240, so. 4, 8, 12 mal 2 ist 240. Ja, F produzieren wir jetzt hier, standardmäßig. Wir können natürlich hier noch Speed-Upgrades reinklatschen. Wir haben 8 Stück. Dann produzieren wir natürlich mehr. Ja, überall ein Speed-Upgrade reinklatschen. Ja, ich könnte jetzt eigentlich einen Ofen machen und den Voll-Speed-Upgrade reintun, geht auch. Aber so habe ich den Vorteil, dass ich hier ja interne Speicher habe. Sollte hier unten den Laber endet sein, haben wir trotzdem noch ein bisschen Buffer. So ist mein Plan. Gut, die Energie müssen wir natürlich noch irgendwo speichern. Das ist die große Frage, ob wir jetzt die da nehmen oder nicht. Bei denen hatten wir das Problem, dass die ja wieder nicht mit den normalen Kabel connecten. Also bleibt uns eigentlich nur hier die überall so Kappa Siderbanks. Was anderes sehe ich jetzt auf die Schnelle mal nicht. Symbol von na, ich habe den Namen wieder vergessen. Von Mechanismen. Noch ein anderer Speicherart, ein Multiblock-Extractor, aber damit bin ich nicht zufrieden. Wir wollen die Vibrant haben. Die sind halt teuer. Haben aber jede Menge Speicherplatz. Das heißt, wir brauchen Okta. Okta brauchen wir Double. Wenn Double brauchen wir das. Da brauchen wir Basic auf alle Fälle mal. Basic. Davon brauchen wir mal jede Menge. 8 Stück. Da gibt ein. Double brauchen. 7, 8, das müssten dann 2 sein, glaube ich. So, dann brauchen wir Double Layer. Wie wir halt kriegen können, natürlich. Den 7, da fehlt uns das hier, das geht mit Redstone, Gold, Glowstone. Redstone. Redstone haben wir nicht mehr so viele, aufpassen. Gold. Und Glowstone. Das ist jetzt schon das Redstone, was ich draußen von unserer Anlage genommen habe, weil ich ja nichts hatte. Deswegen, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Unser Accelerator-Vent, dann ein bisschen beschleunigen das Ganze, damit wir schneller sind. Genau, ich habe noch einige Kraftrezepte vorbereitet. Wenn wir uns auch gleich anschauen. So, 11 haben wir schon. 7. Einer fehlt auch noch. Oh, in den Okta jetzt her. So, der Okta gehört hier rein. Denke ich mir. Irgendwas passt da nicht. Und dann brauchen wir natürlich Okta. Für den Okta brauchen wir noch Vibrant. Vibrant haben wir gesagt, ist ja das plus Enderperle. Davon brauchen wir ja 8, also 4. 8. 4, 8, genau, 8 brauchen wir da. Weil wir brauchen ja. Hier, dann kriegen wir 2 raus, 8, genau. Das heißt, Enderperle brauchen wir 8. Haben wir natürlich jede Menge, weil ich ja alle Lootpacks durchgemacht habe. Wenn wir jetzt mal gucken, was wir schon in den Enchantment-Büchern hier haben, auch schon jede Menge. Auch von den Tomes. Da habe ich herausgefunden, wie die funktionieren. Also man kann zum Beispiel, nehmen wir an, Brücken 3. Ist ja, ich glaube, das höchste oder Effizienz 5. Haben wir jetzt ein Effizienz 5. Enchantment Buch, glaube haben wir nicht. Ich habe mir egal, nehmen wir an, das war Effizienz 5. Würden wir das und das in Envy backen, kriegt man Effizienz 6 raus. Man muss beide kombinieren. Das muss das gleiche sein wie das. Da kriegt man eine Stufe höher raus. Wenn wir hier 3 hätten und hier 3 hätten, kriegen wir 4 raus. Der Vorteil ist halt eben, wenn wir hier 5 haben und hier 5 haben, kriegen wir 6 raus. So habe ich das verstanden. Ich habe es noch nicht getestet, aber laut Wiki sollte es so funktionieren. Dann bin ich mal ein bisschen gespannt. Ja, wir brauchen 8. Das heißt, 1, 2, 3. Glowstone. 1, 2, 3. Und Redstone brauchen wir noch. Dreimal. Dann wieder hier. Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist immer so viel zu tun. Und eigentlich hat man relativ wenig Zeit, aber so. Jetzt kann der ein bisschen arbeiten. In der Zwischenzeit gehen wir andere Rezepte anschauen. Wir fangen mal hier an. Protection Event. Ihr werdet euch jetzt wundern, wie kommt der an Netherstars? Ich werde euch zeigen. Netherstars? Haben wir sogar noch zwei. Ja, wie bin ich an Netherstars gekommen? Wir haben einen guten Mod drauf. Und zwar Uncrafting Table. Wenn wir den mal hier hin platzieren. Schaut ja so aus.
Da kann man zum Beispiel an Wand rein tun. Mit XP bekommt man raus. Alles. Und verschiedene Wands haben ja hier, müssen wir gucken, nee, der nicht. Ich glaube, der hat. Kriegt man Netherstar raus, aus denen, weil der braucht normalen Netherstar. Da habe ich einfach die zerlegt. Wie gesagt, kostet 5 Level. Ist egal, haben wir da oben. Die Version ist vielleicht ein bisschen cheaty, aber ich muss sagen, ich werde sie auch nicht lange nützen. Ich wollte nur unbedingt diesen Protektorwand haben. Den da. Weil der hat ein paar Vorteile. Die werden wir uns aber nicht jetzt anschauen, die werden wir uns ein anderes Mal anschauen. Seht ihr, und ich habe jede Menge Bands mittlerweile. Damit. Dann haben wir hier einen Enchanter, werden wir auch brauchen irgendwann mal. Und hier ein Soulbinder. Die Soulbinder brauche ich hierfür, damit ich die zwei kombinieren kann. Das können wir gleich machen. Theoretisch. Zack, zack. Kostet 4 XP, 2 Hammer, das heißt, ich fehlen noch 2. Was? 3, hä? Hat doch 2 reingetan. Komischer Style. Jetzt. Gut, dann kann der arbeiten. Enchanter brauche ich momentan noch nicht. Den machen wir später bauen. Dann mach du mal die Arbeit fertig. Du bist fertig. Gut, kriegen wir Enderquistle raus. Und den werden wir jetzt gleich mal mit ein paar Leveln. Ein Anvil. Auf unser Schwert machen. So, dann haben wir das drauf. Unten steht ja Travel. Und für Traveling brauchen wir ein Enderquistle und 16 Level. Das hat jetzt guten Vorteil. Und zwar können wir jetzt mit dem Schwert Shift-Restig machen. Das, was wir normal mit dem Zauberstab können, können wir jetzt mit dem Schwert machen. Das heißt, wir haben ein Drum weniger in unserem Inventar. So, das war das was. Was haben wir hier? Hier haben wir von Draconic Evolution einen Dislocator. Dreimal. Dreimal. Was macht der? Der ist eigentlich ganz simpel. Man kann sich irgendwo hinstellen. In unserem Fall stellen wir es jetzt von ME. Shift-Rechtsklick, dann ist er geboundet. Und wenn ich ihn hier in die Hand nehme, muss ja echt mal testen, bin irgendwo in der Welt und drücke Rechtsklick, bin ich automatisch hier. Cool, oder? Das heißt, wir haben jetzt einen, dass wir immer nach Hause kommen und zwei auf Reserve. Mal hier hin. Einmal Neta und sonst wohin. Aber wir kommen schnell nach Hause, wenn wir wollen. Man kann die auch hier reinlegen, wenn man möchte. Rechtsklick. Und kann dann hier einfach Rechtsklick drauf machen, wird auch hier hingeportet. Vorteil ist, wenn wir ihn in der Hand nützen, braucht das Energie, also nicht Energie, Usage, und sieht man, er hat normal 20, wenn er gebunden ist. Jetzt habe ich nur noch 19, würde ich ihn nochmal verwenden, hätte ich nur noch 18. Ist aber hier in so einem Dings drin, verbraucht er sich nicht. Das heißt, wir werden hier eine aufstellen, zum Beispiel Neta und End oder so, und den End jeweils zurück. Aber man nicht immer durch die Portale gehen. Ja, wie gesagt. Wenn ich ihn behandelte, verbraucht er ein Usage. Nach 20 ist er kaputt. Dafür habe ich ihn aber immer im Inventar. Hier verbraucht er nichts. Dafür steht er dann immer in der Welt. Das ist Vor- und Nachteil halt eben. Man kann auch jetzt hingehen. Können wir eh machen. Wieder Anvil. Und hier rein und sagen einfach: Unser Fall Home. Da steht da oben drauf. Dann wissen wir immer, wohin geht er? Nach Hause. Wenn ich ihn hier rein tun würde, steht hier Home. Das heißt, ich könnte hier, wenn ich Neta rein tue, Neta nennen, dann wird hier immer stehen Neta, und das spart man sich oben drüber irgendwelche Schilder oder so, je nachdem, wie man es macht. Gut, wie gesagt, Unquesting Table funktioniert auch wunderbar. Kann man alles rein tun und kriegt alles raus, kostet XP. Man kann auch Verzauberungen wieder rauskriegen, indem man einfach hier ein Verzauberungsbuch rein tut und das Looting auch wieder zurück. Dazu, wie ich an den Ledersterne gekommen bin. So, aber wie gesagt, das werden wir jetzt nicht oft nützen. Ich wollte nur diesen Wand haben, und zwei habe ich auf die Reserve getan, falls wir doch noch was brauchen. Auf die Schnelle. Wir sind stehen geblieben bei den Okta. Ist dann hier. Die Okta gehen dafür. Dafür. Mal einen. Ja. So, da kriegen wir überhaupt nur einen raus. Scheiße. Wir brauchen ja schon 4. Ein. Gut, hier brauchen wir noch ein bisschen davon. Haben wir nicht mehr. Frage ist, kriegen wir das so zusammen? Nein, das heißt, wir brauchen noch einen Vibrant. Dafür brauchen wir noch eine Dick und eine Enderperle.
Das heißt, ich werde offline noch ein bisschen ausbauen, diese Okta-Dinger da gedöse, da ist die Weibund-Kapazitor, werde ich ein paar bauen. Wobei ich sagen muss, ich glaube, wir haben nicht mehr Electric Steel, oder? So, und ein Emerald. Emerald haben wir auch 400 Stück. Holy shit. Ich glaube, wir haben kein Electric Steel, doch haben wir. So, Weibund-Kapazitor. Bank. Den nehme ich jetzt nicht ins Inventar, weil dann wird die aufgeladen, ja. Durch Wireless Charger natürlich. Sollte aber nicht. Können wir Wireless Charger irgendwie deaktivieren? Ich glaube mit einem Redstone-Signal. Damit der nicht durchgehend läuft. Komm. Hallo. Nicht an die Heat. Cobblestone. Da. Haben wir es bald. Genau, deaktiviert. Kann ich den jetzt in die Hand nehmen, ohne dass es hier lädt? Genau. Den werde ich dann hier reinbauen. Also dasselbe Spiel wie drüben. So, ist da noch eins? Oh, da sind wir schon zwar draußen, aber ist nicht so schlimm. Dann machen wir unseren Durchgang. Das bauen wir dann schon wieder von außen zu. Beziehungsweise können wir das ja von hier innen zu bauen. Wie es hier innen aussieht, ist nicht so schlimm. Wichtig ist, dass es außen funktioniert. Den bauen wir dann hier rein. Wie gesagt, da werde ich dann die ganze Reihe noch bauen. Und dann habe ich natürlich nicht so viele. Und dann werden wir hier Energy Pipes nehmen. Ja, da haben wir jetzt natürlich nicht gerade viel. Aber ich glaube, die Reihen fürs Erste können wir später noch upgraden. So, die klatschen wir hier überall drauf. Und dann hier rüber. Und siehe da. Er lädt sich. Und zwar haben wir 5000 Input. Das ist eh klar, weil die Energie rausrennt. Und wenn alle leer sind. Jetzt können wir schauen. Wir haben 470, 476 sowas an Energie, was die hier produzieren. Pro Tick, logischerweise. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Wie gesagt, mit Speed-Upgrades können wir das noch erhöhen, wenn wir wollen. Ist eigentlich kein Problem. Wichtig ist nur, dass die Bombe nachkommt in Nether. Da werden wir dann auch noch was bauen. Da gibt es ja von RF-Tools, können wir uns ja eine Lava-Welt machen und dort rauspumpen. Dann haben wir unter Anführungszeichen gesagt, kostenlose Energie. Oder Betonmobile nennt man das oder so. Keine Ahnung. Ja, wir produzieren Energie und stecken Energie wieder in die Welt, um Energie zu produzieren. Ja, so ein ewiger Kreislauf, der nie ausstirbt. Wohl irgendwann, wenn die Le Welt leer ist. Aber das wird dauern. Gut, der kann jetzt hier laden. Fröhlich und munter. Und das werde ich dann irgendwann mal offline umbauen. Nicht jetzt. Und auch nicht dann später gleich, sondern erst später mal. Später, später, später mal. Na, ja. Jetzt hier kann man natürlich wieder zubauen, so. Dann kann man hier rein. Dann kann man hier am Boden auch zubauen. Oh, den auch. Hier werden wir einfach so ein Stone Brick dann mit den Painter machen, aber das schauen wir uns dann vielleicht eh schon nächste Folge an. Mal gucken. Also, bleibt dran, macht's gut. Tschüss Leute, bis zum nächsten Mal.